Die Design- und Kulturtage ist für mich eine große Akademieveranstaltung. Nicht? Das ist auch ein Konzept, bei dem die exquisiten Arbeiten vorgestellt werden. Und zwar nicht nur hausintern, sondern wir öffnen uns in die Stadt und haben auch schon ein sehr gutes Standing im Land. Die Design- und Kulturtage bedeuten für mich einfach eine Möglichkeit, dass wir Studenten zeigen können, der Stadt zeigen können, was wir alles machen und vielleicht auch so ein bisschen das Image der Stadt aufpeppen und die ein bisschen moderner machen, in ein neues Licht rücken. Also das Wichtigste auf den Design- und Kulturtagen ist für mich der Austausch der Studierenden untereinander. Wir bieten eine Plattform des Diskurs. Das heißt, ich sehe, was andere machen und gewinne auch an Toleranz und versuche daraus zu lernen. Das ist für mich der Schwerpunkt eigentlich der Design- und Kulturtage. Und wir sind offen, wir freuen uns, wenn andere dazukommen. Leute aus der Stadt oder auch aus dem Umland. Für mich ist die Modenschau eine ziemlich große Veranstaltung und das ist eine super Gelegenheit für alle Designstudenten, für die Modedesignstudenten insbesondere, zu zeigen, was sie so machen. Und das ist für die Studenten so ein großes Event, auf das man hinarbeiten kann. Man lernt sich kennen, man arbeitet alle zusammen auf ein Ziel hin und hat dann diesen Rausch, wenn der Abend gut gelaufen ist und alles funktioniert hat. Das Ziel der Interpro ist das interdisziplinäre Arbeiten. Das heißt praktisch, dass man fachverwandte Themen kennenlernt. Die Architekten lernen Methodiken der Mode kennen als Beispiel. Die Mode arbeitet mit Stoffen, die Architektur genauso. Wie denkt ihr, wie denken wir? Und daraus zieht der Student Erkenntnisse. Und das ist auch überschneidend in allen sechs Fachrichtungen.